Moin Leute, Trimax hier. Heute möchte ich euch ein Deck vorstellen, was als zentrale Karte den Miner hat, also ein Miner-Deck. Jede Karte aus diesem Deck ist darauf zugeschnitten, den Miner zu unterstützen oder irgendwie mit denen zu harmonieren. Ich hatte ja schon mal ein Deck vorgestellt oder eine Variation, mein Low Elixir Cost Deck, eingebunden mit dem Miner. Hat auch ganz gut funktioniert, da war der Miner nur so dabei, damit er die Elixierpumpen zerstört und die Prinzessin zum Beispiel killt. Dafür hatte ich den dabei. Aber hier ist der Miner, hier spielt der Miner eine ganz zentrale Rolle in diesem Deck. Was kann man allgemein sagen? Achso, ja, nochmal zum Miner. Der kann, entweder setzt man ihn als Tank ein, wie in diesem Deck, dass er später die Rolle spielen wird. Ich zeige euch das dann später in einigen Replays. Oder der Miner wird, wie in meinem Low Elixir Cost Deck zum Beispiel, ich setze einen Riesen ein. Und der Riese tankt dann und der Miner dealt die ganze Zeit Damage. Das sind so zwei Art und Weisen, wie man den Miner einsetzen kann. In diesem Deck funktioniert er als Tank. So. Mal ganz kurz erzählt, wie das Deck so funktioniert. Ihr habt sehr, sehr starke Karten in der Defensive. Ihr habt die Prinzessin, die ist sehr geil in der Defensive. Die Minions, da kann ich nochmal ganz kurz zu sagen, die... Dieses Deck wurde ja sehr oft auch in den Top 20 der Welt gespielt. Ich glaube, vorgestern hatten die ersten drei der Welt dieses Deck. Das heißt schon mal, dass es gut sein muss. Der Miner wurde ja auch noch zusätzlich verbessert, noch gebufft. 6% mehr Leben, obwohl er ja schon relativ stark war. Ich fand, es war einer der stärksten Legendary Cards. Wurde jetzt nochmal besser gemacht. Gut, manche sagen, der ist jetzt zu OP. Muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das auch so empfinde, dass der Miner ein bisschen zu stark ist. Deswegen habe ich auch mit diesem Deck so ein Erfolg zurzeit. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, alle in den Top 50, in den Top 100 der Welt, die hatten alle anstatt den drei Minions die Minion Horde dabei. Ich finde, die Minion Horde wird aber ein bisschen zu leicht gecountert von Pfeilen, von dem Sepp, von der Prinzessin. Deswegen habe ich mich für die drei Minions entschieden. Ihr könnt ja aber auch die Minion Horde nehmen, auf jeden Fall. So, zurück zu dem, wie das Deck funktioniert. Genau. Ihr habt eine sehr, sehr starke Defensive. Die Prinzessin, die Minions, die können auch stark sein, zum Beispiel gegen den Prinzen oder sowas. Lufteinheit immer eine gute Sache, sehr hoher Schaden. Ich habe die Karten nur auf Level 10 und 11, das hätte ich noch besser machen können, aber trotzdem funktioniert das wunderbar. Die Spear Goblins ist auch eine gute defensive Karte, kostet nur 2, kann sowohl Boden und Luft auf Distanz angreifen, eine schöne Sache. Und der Mini-Packer natürlich dabei gegen Riesen, gegen einen Golem, gegen einen Royal Giant, der ist ja momentan auch sehr stark. Also da ist der Mini-Packer dabei zu haben, eine richtig gute Sache. Und dann ganz klar noch die Kanone für die Defensive. Also, das Prinzip dieses Decks ist, ihr lasst den Gegner in eure Hälfte kommen, da wollt ihr verteidigen. Damit ihr nicht mit Elixier volllauft, setzt ihr zum Beispiel die Elixierpumpe ein, dann muss der Gegner schon mal kommen. Wenn der Gegner dann selber eine Elixierpumpe einsetzt und er kommt immer noch nicht in eure Hälfte, dann setzt ihr eine Prinzessin ein. Die kann man sehr geil einsetzen, die läuft extremst langsam nach vorne, kostet nur 3 Elixier und dealt richtig schön Flächendamage. Also, ihr setzt die Elixierpumpe ein, lasst den Gegner kommen, setzt die Prinzessin ein, lasst den Gegner kommen. Und dann, wenn der Gegner da ist, dann setzt ihr Spear Goblins, Minions und Mini-Packer und eine Kanone ein zur Verteidigung. Und dann, wenn eure Verteidigung überlebt, diese drei Karten sage ich jetzt hier mal, dann müsst ihr den Miner so timen, das braucht ein bisschen Übung, dass der Miner genau am gegnerischen Turm ankommt und vom Turm angegriffen wird, wenn der Mini-Packer, die Minions oder die Spear-Goblins gerade die Brücke überschreiten. Also tankt dann der Miner und diese Karten können zum Turm durchlaufen. Damit das Ganze noch unterstützt wird, habt ihr zum Beispiel eine Prinzessin dabei, die hilft von hinten aus, oder halt den Sepp. Das ist so das Prinzip dieses Decks. Ich zeige euch einfach mal zwei Replays. Und ja, die Magical Chest werden wir später, werden wir am Ende des Videos öffnen. Da hattet ihr letztes Mal auch schon gefragt. So, hier jetzt gegen den Level 10er. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also den Gegner immer kommen lassen und dann eure defensiven Truppen in die Offensive überführen und den Miner tanken lassen. Das ist das Prinzip dieses Decks. Wir haben eine Prinzessin auf der Hand, das ist eine gute Sache. Die setzen wir natürlich ganz nach hinten. Der Gegner hat das Gleiche. Gut, ist dann halt so. Wir haben beide noch total lange abgewartet, bis einer was setzt. Setze ich die Prinzessin, setzt er auch die Prinzessin. Beide auf Level 2. Und jetzt kommt gleich schon der erste Angriff. Ich greife jetzt mit meinem Miner seine Prinzessin an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Der Miner tötet mit 2 Hits die Prinzessin. Und zusätzlich haue ich dann noch den Mini-Packer dazu, ist ja klar, weil der Miner jetzt sowieso das Ganze tankt. Er greift die Prinzessin an, tötet die Kobold. Ich habe noch einen Sepp dazu gehauen. Jetzt ist der Mini-Packer. Jetzt ist der Mini-Packer schon am Turm, kriegt 2 Hits raus und das war richtig viel Damage. Also darum geht es bei dem Deck. Bringt den Mini-Packer durch zum Turm, das ist extremst viel Schaden. So, der Gegner freest jetzt hier,
Das ist wirklich schlecht. Ich setze eine Prinzessin ein, die haut ganz schnell die Minions kaputt. Die Minions kosten 5, der Threes 4. Das hat ihn jetzt 9 Elixier gekostet und hat eigentlich gar nichts gebracht. So, jetzt den Miner ein. Jetzt kommt der Miner an und jetzt sind die Minions in seiner Hälfte. Der Miner tankt nicht nur den Turm. Der Miner hat jetzt zusätzlich auch die Prinzessin getankt. Also auch ein sehr, sehr guter Nebeneffekt des Miners, dass er auch nicht nur den Turm auf sich sieht, sondern auch die Prinzessin. Hätte er jetzt die Pfeile nicht eingesetzt? Okay, die Minions kommen sogar durch. Er trifft mit dem Pfeil nur die Prinzessin, nicht die Minions. Und das müsste jetzt, glaube ich, auch schon der Tower sein. Ja, der Miner tankt. Die Minions machen extrem viel Damage. Sind jetzt nur auf Level 10, kann ich sagen. Meine anderen Karten, meine Kanone ist zum Beispiel schon auf Level 12. Funktioniert trotzdem aber ganz gut. So, wir liegen 1 nach vorne. Sichern jetzt den Sieg ab, setzen erstmal eine Elixierpumpe. Spear Goblins töten die Prinzessin und jetzt können wir abwarten. Das ist echt, dieses Deck ist echt extremst stark, auch in der Defensive. Wir warten einfach die ganze Zeit, bis endlich der Gegner kommt. Ich glaube, er setzt jetzt einen Schweinereiter und einen Mini-Packer ein. Genau, macht er, genau das macht er. Beide auf Level 8, ich setze eine Prinzessin ein, eine Kanone dazu. Zappt die beiden noch. Nee, habe ich nicht. Okay, ich habe doch, jetzt habe ich noch gesappt. Den Schweinereiter, die Minions machen extremst viel Damage, auch wenn sie nur auf Level 10 sind. Und ja, der Gegner hat fast kein Damage. Fast kein Damage gedealt. Auf jeden Fall eine gute Sache. Was mache ich jetzt? Genau, setze den Miner auf die Prinzessin ein. Hab mit den Kobolden da ziemlich gefailt. Aber der Miner greift jetzt den Turm an und meine Prinzessin überlebt dadurch auch. Also eigentlich ganz okay. Ich setze die nächste Elixierpumpe. Bin jetzt ein bisschen low mit dem Elixier. Hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen. Der Gegner hat jetzt Barbaren und einen Mini-Packer. Die Minions dienen da ganz guten Damage. War auf jeden Fall okay. Und jetzt hier wieder. Jetzt seht ihr es hier nochmal ein ziemlich gutes Beispiel. Ich habe den Mana jetzt ein bisschen spät losgeschickt. Ich bin auch noch kein super Profi mit dem Deck. Da ist auch noch auf jeden Fall Verbesserungspotenzial vorhanden. Minions und Spear Goblins in der Defensive eingesetzt. Dann den Mana nach vorne. Der kam jetzt ein bisschen zu spät an. Aber immerhin, er tankt jetzt die Prinzessin und den King Tower. Wieder schön viel Damage gedealt. Und meine eigene Prinzessin haut auch noch die ganze Zeit drauf. Ja, 143 HP hat der Turm nur noch. Jetzt kommt der Gegner wieder mit einer Offensive. Ich setze eine Kanone ein. Hau einen Sepp drüber. Mini-Packer dazu. Mini-Packer zerstört den Schweinereiter komplett. So. Jetzt den Miner hinten an den Turm. Der kriegt ihn dann. Dann liege ich 2-0 vorne. Gute Sache. Das Game geht noch 10 Sekunden. Und man sieht jetzt schon, das ist hier ein klarer Sieg. Ja, 5 Sekunden geht das noch. Das Ding ist gewonnen. Also immer wieder das Gleiche. Ihr setzt euren defensiven Truppen ein, Minions, Mini-Packers, Spear-Goblins und bevor sie dann in die gegnerische Hälfte laufen, haut ihr den Miner als Instant-Tank, so kann man ihn auch beschreiben. Er ist halt sofort da, er ist ziemlich tanky, ähnlich wie der Ritter und ist halt sofort da. Das unterscheidet ihn von den anderen Tanks. So, schönes erstes Spiel und die Saison geht ja gerade erst los, deswegen habe ich jetzt hier auch sogar gegen den Level 11er gespielt. Ihr seht es hier, Elixierpumpe Level 9, Valkyrie Level 9, Minions Level 12, Barbaren Level 12, Fireball Level 9, Royal Giant Level 12. Der Gegner war von den Karten her besser und es war auch extremst schwer hier zu gewinnen. Ich habe immer wieder versucht, meine Defensive in die Offensive zu überführen, hat aber oft nicht funktioniert. Okay, schauen wir uns das mal an. Gut, Gegner setzt eine Elixierpumpe. Da komme ich direkt mit einem großen Rush. Wenn er eine Elixierpumpe setzt, da sind wir stark. Da haben wir den Miner. Das ist eine gute Sache. Jetzt setze ich, glaube ich, den Miner ein. Genau. Genau, ein gutes Timing auch mit dem Mini-Packer. Ich setze den Miner ein, damit er die Elixierpumpe angreift. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Und jetzt muss sich der Gegner entscheiden. Entweder zerstört der Miner jetzt die Elixierpumpe. Der Gegner hat ja nur 5. Der Gegner hat nur noch 5 Elixier, wenn er die Elixierpumpe setzt, für die Verteidigung. Und entweder entscheidet er sich jetzt dafür, seinen Turm zu verteidigen. Das macht er jetzt auch mit der Valkyrie. Oder er entscheidet sich dafür, den Elixiersammler zu verteidigen. So, Gegner setzt eine Valkyrie. Mini-Packer ist mega stark gegen die Valkyrie. Gut, sie ist jetzt Level 9. Aber mit 2 Hits kriegt er sie fast down. Und ihr seht links hinten, der Miner hat jetzt die Elixierpumpe völlig zerstört. Kriegt sogar noch einen Hit auf den Turm. Er wirft jetzt hier Pfeile rüber. Das war auf jeden Fall ein guter Start. Ihr seht das jetzt hier. Ich habe 5 Elixier, der Gegner 3 Elixier. Ich habe jetzt selber noch die Elixierpumpe und der Gegner hat die Elixierpumpe nicht mehr. Also bisher ein ganz guter Start und ein bisschen Damage haben wir auch gedealt. So sollte man auf jeden Fall starten, wenn der Gegner am Anfang eine Elixierpumpe setzt. Okay, wie geht's weiter? Genau, jetzt setze ich wahrscheinlich einfach meine Elixierpumpe. Lass den Gegner schön kommen. Setzt auch selber noch eine Elixierpumpe.
Genau, jetzt setze ich, glaube ich, ja genau, ich setze den Miner auf die Prinzessin, kann man auch auf jeden Fall machen. Die Prinzessin kostet 3, der Miner kostet 3, hat sich jetzt auf jeden Fall schon gelohnt und nicht nur, dass jetzt der Miner die Prinzessin getötet hat, das wäre einfach nur ein Trade von 3 für 3 Elixier, das würde nichts ändern, aber der Miner tankt jetzt noch den Turm, kriegt sogar noch 2 Hits raus, oh, sogar mehrere Hits, 3 Hits. 3 Hits hat er noch rausbekommen, also wieder ein relativ guter Trade. Jetzt hier die Minions eingesetzt, Level 10 gegen die Valkyrie Level 9. Ich setze jetzt, glaube ich, einfach nur meine Prinzessin ein, will den Gegner kommen lassen. Ja, er setzt jetzt die Barbaren Level 12. Da setze ich die Kanone. Habe ich noch was gesetzt? Er hat jetzt mit Pfeilen meine Prinzessin getötet und das solltet ihr auch immer im Hinterkopf behalten. Wenn der Gegner Pfeile einsetzt auf eure Prinzessin, dann könnt ihr eure Spear Goblins und eure Minions einsetzen, ohne groß drüber nachzudenken. Okay, der Miner ist wieder am Turm, kriegt 4 Hits raus. Wieder vollkommen okay. Gegner setzt die 3 Minions ein. Und eine weitere Elixierpumpe. Ist jetzt auch noch eine Elixierpumpe ein. Haben wir jetzt beide 2. Bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Aber der Gegner hat bis jetzt auch noch nicht den Royal Giant ausgespielt. Ah, das sind starke Valkyrie, da tötet er meine Kobolde, meine Prinzessin. Das hat sich auf jeden Fall für ihn gelohnt. Ich setze wieder den Miner ein. Wieder der Miner hinten an der Elixierpumpe. Gegner entscheidet sich jetzt dazu, den Miner nicht zu verteidigen, sondern selber eine Offensive zu starten. Kann man ja auch machen. So, ich setze jetzt den Mini-Packer ein gegen den Royal Giant. Der Mini-Packer ist mega gut gegen den Royal Giant. Fast, vielleicht sogar die beste Karte. Vielleicht sogar die beste Karte, die man gegen den Royal Giant spielen kann. Ich habe jetzt hier den Miner eingesetzt, weil ich dachte, der Mini-Packer überlebt das und läuft jetzt in die gegnerische Hälfte. Der Mini-Packer war natürlich tot. Der Miner ist da jetzt ganz alleine am Turm. Aber er tankt wieder die Valkyrie und er tankt den Turm. Die Speargoblins kriegen ein paar Speere raus, ist okay. Meine Prinzessin tötet seine Prinzessin. Ich entscheide mich jetzt hierzu, die offensive Kanone auszuspielen. Tu noch eine weitere Prinzessin hinterher. Die machen extremst viel Flächendamage. Die machen zusammen extremst viel Flächendamage. Und jetzt laufen meine Speargoblins in die gegnerische Hälfte. Ich setze schnell den Miner ein. Der kommt nach oben und tankt. Der Miner tankt jetzt die Valkyrie und den Turm. Dadurch kommen die Minions. Ja, dadurch können die Minions immerhin die Valkyrie töten. Das war okay. Das war vollkommen okay. Ich habe jetzt 3 Elixierpumpen, setze die Kanone ein und den Mini-Packer gegen den Royal Giant. Besser kann man nichts machen. Kann man das nicht machen. So verteidigt man den Royal Giant. So, Miner ist wieder am Start. Ich habe schon wieder eben die Spear Goblins. Es ist echt immer wieder das gleiche. Ich glaube, jetzt langsam habt ihr es verstanden. Ich setze die Spear Goblins in der Defensive ein. Dann laufen sie in die Offensive. Ich setze einen Miner davor als Tank. Die Spear Goblins können jetzt richtig schön Damage dealen. Und er muss sogar Pfeile werfen. Er muss Pfeile werfen, um die Spear Goblins zu töten. Schon wieder Elixier-Vorsprung für uns an der Stelle. Wieder eine Kanone eingesetzt. Ein Mini-Packer. Die Spear Goblins. Gegner haut da jetzt ein Fireball drauf. Der Royal Giant dealt jetzt hier relativ viel Damage. Ich habe noch eine zweite Prinzessin am Start. Jo, jetzt Mini-Packer, Minions, Miner. Jetzt habe ich richtig viel Elixier. Ich hatte zwischenzeitlich 3 Elixierpumpen. Da ist man schon im krassen Elixier-Vorsprung. Jetzt seht ihr es hier. Die Valkyrie tankt. Der Miner tankt den Turm und die Valkyrie. Der Mini-Packer kommt jetzt ran. Ich zapp das Ganze nochmal. Der Mini-Packer tötet jetzt relativ schnell die Valkyrie und kommt für einen Hit durch. Und das ist der Sieg gegen jemanden mit deutlich besseren Karten. Auch wenn es knapp war. So, ich hoffe, ihr habt das Prinzip dieses Decks verstanden. Ich mache jetzt noch ein Live-Battle, das machen wir, das habe ich euch versprochen. Ich suche noch kurz was raus und dann gibt es ein Live-Battle. Okay, gegen den Level 9er, das kann natürlich vorkommen am Anfang der Saison. Ich bin mal gespannt, kann ja auch sein, dass er gute Karten hat, vielleicht nicht. Mal sehen. Ich setze die Elixierpumpe am Anfang ein, ganz nach hinten, richtig schöner Start. Ich habe nicht nur die Elixierpumpe, ich habe sogar auch noch die Prinzessin. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Start. So, die Prinzessin ganz nach hinten. Was macht der Gegner? Der Gegner setzt einen Ritter ganz nach hinten. Okay, das ist jetzt etwas merkwürdig. Warum macht er das? Naja, okay. So, ich setze den Miner ein. Der Miner. Ah, das Minion hat leider Damage bekommen. Ah, der Miner. Okay, er setzt noch zusätzlichen Sepp ein. Gut, der Miner ist ganz alleine am Turm.
Hier setze ich jetzt einen Mini-Packer ein und einen Septen-Kombination. Der Mini-Packer macht den Schweinereiter richtig fertig. Ich setze die nächste Elixierpumpe. Okay, der Gegner hat einen Tombstone dabei. Das ist definitiv eine gute Sache gegen den Mini-Packer. Da hätte ich auch die Prinzessin früher platzieren können, aber immer noch alles okay. Wir haben zwei Elixierpumpen. Das ist schon ein krasser Vorsprung. So, jetzt setze ich die Spear-Goblins ein. Vielleicht setzt er ja irgendwas anderes ein. Den Miner dazu. Jetzt haben wir den Sept gleich ready. So, okay, setzt einen Ritter ein. Das macht er gar nicht so verkehrt. Das macht er sogar richtig gut. Richtig gut verteidigt vom Gegner. Muss man auf jeden Fall sagen. Setze ich hier mal die Kanone ein, damit die Prinzessin nicht weiter nervt. Und der Ritter stirbt jetzt hier auch. Wir liegen jetzt hier sogar hinten gegen den Level 9er. Er spielt das hier jetzt gerade nicht schlecht aus. Gut, er hat auch einen Tombstone dabei. Ist natürlich blöd gegen den Mini-Packer. Zwei Elixierpumpen. Jetzt kommt gleich die nächste Prinzessin. Jo. Oh, okay. Hau da einfach einen Fireball drüber. Ich hoffe jetzt mal, er hat keine Pfeile dabei. Ich setze jetzt mal hier so eine bisschen größere Offensive mal ein. Miner, Spear Goblins, Prinzessin ist eine richtig gute Kombination. Der Miner ist im Turm. Er entscheidet sich, den Miner anzugreifen mit... Ja, auch gute Kobold. Er hat viele kleine Einheiten dabei. Nicht nur den Tombstone. Okay, hat er schon wieder gut gemacht. Das muss man ja auf jeden Fall lassen. So, Kanone eingesetzt gegen den Schweinereiter. Guter Sepp vom Gegner. So, der Miner tankt das Ganze jetzt. Er setzt wieder einen Ritter ein. Und jetzt haben wir hier den... Jetzt ist mir das zu blöd. Jetzt sepp ich die... Okay, jetzt habe ich gar nichts gesappt. Ich wollte die Prinzessin und die Skelette treffen. Ich habe jetzt nur... Ich habe jetzt gar nichts getroffen. An der Stelle. Okay, geiler Live-Fight hier. So, die Prinzessin greift den Schweinereiter an. Das wird ja hier gerade nochmal ganz schön knapp. Wenn der Gegner einen Fireball hat, dann ist das Ding zu Ende. Gut. Ziemlich. Naja, für mich ziemlich peinliche Runde. Ja, es war halt ein Level 9er. Und das war ja extremst knapp. Ich würde sagen, das war nicht so ein gutes Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video noch schon geht. Ich mache einfach mal noch ein Live-Battle. Ich suche mal schnell noch ein Game. Okay, nächstes Live-Battle jetzt hier gegen den Level 10er. Sollte etwas schwieriger sein. Ich habe keine Prinzessin und keine Elixierpumpe auf der Hand. Dann setze ich einfach nur mal die Spear-Goblins ein, so ein bisschen, um etwas Schaden zu dealen. Gut, jetzt setzt ein Ice-Wizard ein. Kann er machen. Ich setze selber die Prinzessin ein. Immer noch keine Elixierpumpe in Sicht. Gegner setzt die Pfeile ein, okay. Und er aktiviert meinen King Tower. Was für ein Fail. Ich setze mal den Mini-Packer ein gegen den Ice-Wizard. Der kriegt ihn relativ schnell down. Setze noch die Minions hinterher. Sepp jetzt die Kanone, damit mein Mini-Packer... Yo, richtig gut. Mein Mini-Packer kommt jetzt an den Turm. Mein Mini-Packer ist am Turm. Und der Tower ist down. Also jetzt hier ein schöner Sepp. Eine schöne, starke Offensive direkt am Anfang. Gegner kommt jetzt hier mit einem Packer auf Level 4. Und mit dem Barbaren. Okay, das ist jetzt schon nicht schlecht. Das ist schon eine ordentliche Kombi. Ich setze mal den Miner ein gegen die Prinzessin. Das ist auch nicht verkehrt. Okay, hat noch ein Eiswizard dazu geholt. Oh, geil. Die Barbaren laufen zurück zum Miner. Und jetzt kann die Prinzessin auf alle Truppen auf einmal draufschießen. Und der Miner tötet sogar noch die Prinzessin. Okay, das war jetzt ein übelst nicer Move. War überhaupt nicht mit Absicht. Das habe ich mir dabei überhaupt nicht gedacht. Aber es hat funktioniert. Krasse Verteidigung jetzt hier. Mit dem defensiven Miner. Ich habe ihn schon oft in der Defensive eingesetzt. Aber dass er so gut funktioniert, hatte ich noch nicht. Na gut, war auch viel Glück dabei. Der Gegner mit einem Funky, Sparky. Was machen wir da jetzt? Ich setze mal den Mini-Packer auf die andere Seite. Ich weiß nicht. Wir müssen den Sparky kommen lassen. Sparky-Packer-Kombination. Okay, was machen wir? Ich setze jetzt hier mal den... Jetzt sepp ich das Ganze hier mal. Jo, zack. Und tu noch die Spear-Goblins dazu, damit der... Au, nee, da hat der Funky noch ein Damage rausgekommen. Auf der rechten Seite, schaut euch das mal an. Der Mini-Packer hat es doch da tatsächlich geschafft, mit dem Miner an den Turm zu kommen. Okay, wollen wir jetzt hier den zweiten Punkt holen, verteidigen oder auf den Three-Crown-Win gehen? Ich habe
kann mich bis jetzt noch nicht richtig entscheiden. Na, was machen wir? Nochmal die hier dazu. Und jetzt gehen wir mal mit den Miner auf den King Tower, den Mini-Packer dazu. Ah, der Mini-Packer will ja, glaube ich, die Prinzessin angreifen. Okay, so hat es nicht funktioniert, aber wir haben mit der offensiven Kanone seinen... Oh, der hat eine Rakete dabei. Wir hauen eine Offensive raus mit dem Miner als Tank und den Minions, Spear-Golems, Prinzessin dazu. Schöner 3-Crown-Win, 3-1. Ganz gut gespielt vom Gegner. Jetzt hier mit einer Funky-Taktik. Und wir bekommen eine Giant-Chest. Wie nice, direkt hier im Live-Battle. Ich habe gestern Abend doch schon eine Magical-Chest bekommen. Wieso kriege ich jetzt schon wieder eine Giant-Chest? Na gut. Wurde im letzten Update ja alles gebufft. Also man kriegt mehr Magical- und Giant-Chests. Hatte ich auch schon mehrmals in meinen Streams erwähnt. Wir schauen mal, was drin ist. Wir öffnen zuerst die Giant Chest. Okay, eine Epic Card, die Skeletons. Ah, der Inferno-Turm, kompletter Müll, mit dem spiele ich überhaupt nicht. Vielleicht die Karte, die ich noch nie gespielt habe. So, was haben wir hier? Die Pfeile, gut, bringt auch nichts. Ich könnte die schon auf Level 12 machen. Die Giant Chest hat es mal gar nicht gebracht. Dann öffne ich jetzt noch schnell beide Gold Chests. Vielleicht ist hier noch was Gutes dabei. Naja. Nächste Gold Chest und dann gleich die Magical Chest. Okay, ja, Barbarian brauche ich auch nicht. Okay, jetzt kommt es auf die Magical Chest drauf an. Was haben wir hier drin? Ein Riesen, sehr schöne Sache. Riesen kann ich gebrauchen. Fire Spirits, naja. Bogenschützen brauche ich auch nicht mehr. Kanone brauche ich auch nicht mehr. Elixierpumpe auch nicht wirklich. 14 mal der Wizard, naja. Und jetzt kommt hier noch 3 bis 4 mal eine Epic Card. Was haben wir am Start? Den X-Bogen. Okay, das war die schlechteste Giant Chest und die schlechteste Magical Chest, die ich jemals für umsonst bekommen habe. Aber naja, okay. Gut, das war's mit diesem Let's Play, mit der Deck-Vorstellung hier. Das ist das Deck. Probiert's mal aus. Ist auf jeden Fall stark. Der Miner ist OP momentan, kann man nicht anders sagen. Testet das Deck, übt es ein paar Mal, spielt es gegen Freunde. Dann spielt es in richtigen Battles und schaut mal, ob ihr mit diesem Deck es schafft, einen neuen Trophäenrekord aufzustellen. Wenn ihr es schaffen solltet, würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Okay, was kann ich noch sagen? Genau, ich streame auf Twitch immer montags und mittwochs ab 18 Uhr. Zwischendurch streame ich auch noch spontan. Diese Streams kündige ich auf YouTube an und auf Twitter seit neuestem, seit gestern, glaube ich. Also, wenn ihr immer auf neuesten Stand sein wollt, auf welchem Video ich gerade dran bin oder wann der nächste Stream kommt, dann followt mir auf Twitter. Okay, das war's für heute. Viel Spaß mit dem neuen Deck. Haut rein, Leute.